Okay, wir wissen, dass die Wand, die jetzt so schräg rechts gegenüber von uns ist, die hier, die ist verstärkt. Oh nein. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Slaby und wir spielen eine neue Runde von Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Und zwar spielen wir die Situationen. Wir haben ja in der letzten Folge die Nahkampfgrundlagen schon durchgespielt und die Vorstadtevakuierung. Und jetzt müssen wir leider, nützt ja alles nichts oder haben wir noch gar keine Sterne, hochrangiges Ziel spielen. Entschärfe eine im Konsulat platzierte Bombe. Im besten Fall kommen wir mit über 50 Leben davon. Lass den Feind nicht an den Entschärfer kommen. Okay, gut, ja, probieren wir dann mal. Und eliminiere zwei Feinde durch eine zerstörbare Oberfläche. Durch eine zerstörbare Oberfläche. Aha. Ja gut. Und das Ganze, damit es nicht so langweilig wird und schön realistisch, spielen wir es auf realistisch, ja. Aber langweilig ist das Spiel in keinster Weise, also... Selbst wenn ich auf normal spiele, ist es schwer. Hier geht es um eine Bombendrohung gegen ein hochrangiges Ziel. Mhm. Du musst einen Eingang wählen, bei dem du möglichst wenig Feindfeuer ausgesetzt bist und dir die Zeit für das Erreichen und Entschärfen der Bombe minimiert. Das Seil ist der schnellste Weg, um das Gebäude zu durchqueren, denn so kannst du Korridore und Treppen umgehen. Sobald du das Ziel erreichst, musst du eine Bombe entschärfen, die mit einer unbekannten Chemikalie gefüllt ist. Wir haben dich mit einem Entschärfer ausgerüstet. Platziere ihn bei der Bombe, um das Signal zu stören. Schütze den Entschärfer, während er den Vorgang abschließt. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Ja, wissen wir. Dankeschön. Wir werden versuchen, jetzt die Bombe zu entschärfen. Wir spielen das jetzt in dem Modus realistisch. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe schon das öfter mal gespielt, das ist echt schwierig. Aber umso öfters man spielt, umso mehr Erfahrung bekommt man. Und ich weiß jetzt zum Beispiel dieses Fensterchen hier. Da können wir rein, weil das ist nicht so zugebrettert. Ich meine, wir könnten auch in das Zugebretterte rein. Aber wir wollen dort hinein. Und dann probieren wir jetzt mal, indem wir Leertaste drücken. Und dann können wir uns auch so hier hochhangeln. Und das Coole ist, wir können uns jetzt vorsichtig hier zur Seite schwingen, beziehungsweise bewegen, und dem hier dann einen wunderschönen Headshot geben. Und hier hinter ist noch so ein Johnny. So, dann hätten wir... Nein, 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 nach oben, danke. Dann hätten wir die zwei da schon mal. Das sind schon mal zwei, die uns nachher nicht mehr nerven können. So mein Gedankengang dabei, ja, das ist meine Hoffnung. Hier könnte jetzt noch einer dastehen, vorsichtig hier... Nee. Vielleicht hier um die Ecke. Okay. Das Spiel hier ändert sich auch immer. Je nachdem, wie man spielt. Weil eben stand eben einer da und jetzt steht da gar keiner mehr. Na gut. Lass mal so bleiben. Aber ich weiß, auf einen hier ist Verlass. Der steht nämlich immer an derselben Stelle. Das ist nämlich hier der Ecki. Und der Ecki erschießen wir jetzt mal. Gut. Wo ist unser Ziel? Hier ist unser Ziel. Wir könnten also jetzt vielleicht hier runter. Können wir hier runter? Ja, da war schon was. Ich hab da schon was gesehen. Hep! Okay. Ich muss das mit der Steuerung noch alles ein bisschen üben. Können wir uns mal die von der Haltung her ändern? Dankeschön, dann wird uns das ganz so schlecht. Okay, Moment. Ich guck mal gerade, ob er... Ah, das geht. Okay, cool. So, wo gehen wir denn am besten hin, dass uns am wenigsten passiert? Na! Okay, Moment, jetzt ganz strategisch. Jetzt hier reinwerfen. Nochmal. Ja! Wenigstens ein. Ja, ja, komm. Okay, dann schmeißen wir noch eine Granate rein, weil wir es können. Ja, ja, ist ja gut. Boah, Manometer. Manometer. Haben wir jetzt nachgeladen? Ja, okay.
gehen jetzt noch ein bisschen runter hier, sodass wir jetzt uns jetzt nach links lehnen können. Oh, was ist hier? Ja, ist ja gut. Wir haben noch relativ viel Leben. 50 Leben ist für meine Verhältnisse relativ viel. Eindringen. Okay, gut. Hier können wir jetzt auffüllen. Das hat jetzt bisweilen ganz gut, würde ich sagen, funktioniert. Zumindest sind wir jetzt drin. So, nachgeladen ist, ne? So, jetzt müssen wir hier F gedrückt halten, um den Entschärfer zu platzieren. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Okay, wir wissen, dass die Wand, die jetzt so schräg rechts gegenüber von uns ist, die hier, die ist verstärkt. Oh nein. Scheiße. Nein, treff den doch! Scheiße. Oh nein. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Mach mich jetzt nicht so nervös. Hilfe. Ja, ja, ich bin hier, ich bin hier. 15 Sekunden übrig. Ja, ich weiß. Wir haben keine... Oh nein. Es bleiben noch 5 Sekunden. Oh nein. Das ist erfolgreich. Mission erfolgreich. Wir waren erfolgreich. Endlich. Ja. Oh Mann. Aber das Spiel hier ist schwer. Das Spiel hier ist echt, also... Ja gut, wir haben jetzt nur... Wir haben... Ja, Moment, warte. Wir gehen da sofort mal durch. Ansehen. Ansehensgewinn von plus 55. Und wir spielen natürlich weiter, um noch mehr Ansehen zu erhalten. Wir gucken uns mal gerade unser Einsatz nach Besprechung an. Bestimmt ist unser Vorgesetzter nicht sonderlich begeistert von uns, also von mir, weil wir haben nur noch 10 Leben gehabt. Und lass den Feind nicht an den Entschärfer kommen. Ja, ich bin froh, wenn nicht an uns kommt. Aber hey, wir haben es geschafft. Das war anstrengend, das war ein klein Geburt, ein klein schwer Geburt, aber wir haben es geschafft. Und ja, ich würde sagen, die nächste Situation gucken wir uns dann auch dementsprechend in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch soweit ganz gut gefallen und meine Technik, weil die ist toll, ne? Die ist super toll. Immer wieder sterben, oft neu und dann so lange probieren, bis man eine bessere Taktik gefunden hat. Ich würde sagen, ich mache noch ein paar Fehlfolgen wieder im Anschluss hinein. Da könnt ihr gucken, wie ich das Ganze versaut habe. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne... Tschüss. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Okay. Okay, das kann, ja, das wird bestimmt lustig. Wir gehen einfach mal hier lang. Durch den nicht vorhandenen Eingang hier. Aber der ist eingebrochen, deswegen kommen wir da noch rein. Da haben wir auch schon, wo Ziel markiert ist. Was heißt das jetzt, dass wir durch so ein Fenster da kommen können? Wir probieren das jetzt einfach mal. Dazu drücken wir dann hier Leertaste. Okay, so. F gedrückt halten, um den Entschärfer fallen zu lassen. Nee, das wollen wir nicht. Kann ich jetzt da rein? Kann ich da irgendwie rein? Nein? C halten? Okay. Das ist auch sehr interessant. Ja, dann... Oder hier? Nee, Moment. Wir müssen das alles noch üben. Das ist noch nicht alles so... Entschärfer fallen gelassen. Wir müssen das Gerät sichern. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was hat das jetzt fallen gelassen? Entschärfer erhalten. Okay. Standort begeben und das Gerät entschärfen. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, wir wollten ja nur mal üben. Wir sehen jetzt hier, wir haben das Fenster schon mal ein bisschen eingebrochen. Okay. Aber mehr sehen wir jetzt hier nicht. Gehen wir einfach mal hier noch hoch.
Okay, das Wetter ist schön. Hoffentlich bleibt es so. Was ist das hier? Oh! Ja dann. Hep. Okay, ich habe da hinten noch hier das gesehen. Vielleicht können wir da auch noch durchschießen. Das wäre vielleicht eine Option. Dass wir... Oh, okay, ich sehe schon. Hab ich das jetzt gemacht? Moment. Gedrückt halten, mit Seil zu benutzen. Aha, okay. Okay. Nein! Geh doch wieder runter. Entschuldigung. Entschuldigung. Mach mal sofort nochmal. Jetzt mach ich ordentlich. Man muss denn... was? Was jetzt? Die Feinde sind hier. Oh nein. Moment. Ist noch nicht so... Ich muss doch üben. Egal, denn da ist tot. Egal wie. Und wir haben noch 100 Leben. Das ist gut. Nee, hier die Stelle gefällt mir nicht. Ich möchte jetzt nicht hier runter. Vielleicht finden wir noch eine andere Stelle. Wir haben ja hier kein Zeitlimit. Wir können uns Zeit lassen. Vielleicht hier. Ist das eine coole Sicht oder wird einem nur dabei schlecht? Das ist jetzt die Frage, ne? Boah. Sehr realistisch. Sehr, sehr geil gemacht. Hier ist wohl Keller. Wir müssen ja... Ist wahrscheinlich da und wo in die Richtung. Okay, dann machen wir das jetzt ganz vorsichtig. Ich glaube, hier die Wand ist dann auch verstärkt mit diesen Kreuzchen hier. Das ist ja kein Problem. Wir haben das hier, ja? Liegt hier jemand? Können wir da Füße sehen, außer unsere eigene? Ja, okay, gut, dann nicht. Dann stellen wir uns jetzt mal hier hin und gucken uns die Sachlage jetzt mal an. Ach, ich hasse mich. Shit. Ich muss doch sehr viel üben. Hallo? Hallo. Okay, dann machen wir das hier noch kaputt. Vielleicht... Oh, oh, ich hab was gehört, ich hab was gehört. Schnell weg hier. Achtung! Und? So, jetzt aber richtig. Oh Gott. Na toll. Ich töte mich selber. Eigener Trupp neutralisiert. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Gut, dann probieren wir das jetzt mal. Ist ja nicht so, als hätten wir im Vorfeld den schon mehrmals probiert und sind kläglich gescheitert. Also realistisch, den Spielmodus realistisch ist schon schwierig, ja. So richtig realistisch. Wir wissen jetzt zumindest schon mal hier das Fenster da. Wenn wir jetzt hier das hier gedrückt halten, dann können wir hier hochziehen. Und dann können wir uns vorsichtig hier, da finde ich mich echt cool. Echt cool gemacht. So. Oh oh. Egal. Okay, und dann können wir uns sogar noch weiter vorwagen für da hinten den da. Ja, der ist nicht tot. Jetzt ist er tot. So, jetzt gehen wir mal. Nein, 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 nein. Gigant. Nein. Ganz nach oben gehen. Brav. So ist brav. Schön, schön. Okay, jetzt müssen wir da hinten. Hier ist noch so ein... wie nennt man das? Dachfenster? Könnte man das Dachfenster nennen? Oh. Gut. Okay, das war gut. Die stehen auch immer anders. Also... Das Spiel hier ist schon... Muss man vorsichtig sein. Hier weiß ich, dass einer stand. Auf den ist Verlass. Der steht da immer. Das ist schon mal gut. So, und jetzt... Jetzt frage ich mich an dieser Stelle, können wir hier runter? Ja. Hier können wir uns noch seilmäßig hier so runter beamen. Dann könnten wir noch mit C die Richtung ändern, also die Haltung. Aber hier ist zu, ne? Können wir hier noch irgendwie einbrechen? Nein, 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 nein! Ja, ist ja gut. Okay, gut, die Idee war schon mal...
Ja, ja. Wir fallen nicht zurück. Wir hängen ja am Seil. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier ist die Bombe. Wir haben noch 10 Leben. Hier ist die Bombe. Moment. Moment, ich muss mich konzentrieren. Nein! Eigener Druck neutralisiert. Verdammt! Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Okay. Also das Spiel hat es in sich. Das ist definitiv ein Spiel, wo man nicht einfach losprattern kann, sondern schon taktisch, vorsichtig vorgehen muss. Und ich bin jetzt gerade mal überlegen. Hier das Fenster. Soll ich da reingehen oder lieber nicht? Kann ich da drauf schießen? Das wäre jetzt auch blöd, ne? Wir sollen ja vorsichtig vorgehen. Moment, dann machen wir das lieber mal so. Nein, ich will da hoch. Ja, okay, gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Nein, hoch, hoch, hoch. Cool. Das ist ja cool. Man kann ja noch so machen. Man kann ja noch an den Wänden hier links und rechts entlang gehen. Wieder was dazugelernt. Wie cool. Entschuldigung. Also ich meine, das ist jetzt nicht cool, dass wir die... Das ist ja ein Spiel, ne? Wir wollen ja... bitte unterscheiden. Aber an sich ist das cool gemacht. Also ich... kann nichts mehr sagen. Sollen wir jetzt da rein, oder? Ich möchte nochmal hier hoch. Weil ich habe das Spiel ja im normalen Zustand gespielt. Also im leichten, würde ich jetzt mal so sagen. Und da wusste ich, dass hier oben auf dem Dach konnte ich auch noch einen Terrorist so erschießen, weil der, glaube ich, da steht. Ja, guck, da steht Johnny. Johnny, jetzt weg. So. Okay. Hier dagegen weiß ich nicht genau. Ich glaube, hier ist ein... Ah, das ist die andere Seite, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Also tut mir leid, ich bin begeistert. Ich mag das Spiel. Ich möchte mich mal hier runterhangeln. Geht das? Ja, geht nicht. Ne? Jetzt habe ich kaputt gemacht. So. Ah, okay. Können wir jetzt auch da entlang? Ne, das geht nicht. Können... Ach so. Okay, das ist steuerungsmäßig ein bisschen... Ah, okay. Jetzt, hier geht es nicht mehr, weil kann ich mich mal irgendwie umdrehen hier. Danke. Also wir kommen jetzt nicht hier rüber, wir könnten hier die ganze Fläche, aber das bringt uns jetzt... Moment mal, ich habe vielleicht noch eine Idee. Nee, ich habe doch keine Idee, dann müssen wir doch hier hoch. Aber wir können uns ja da hinten abseilen. Jetzt haben wir schon ein paar Leute getötet und haben noch 100 Leben. Ich sollte das nicht immer so oft sagen, weil meistens dann geht es immer nicht mehr gut weiter. Gut, okay. Alles klar. So, der liegt da, der schläft, der ruht sich ein wenig aus. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Dann drücke ich das hier. Und jetzt bloß keinen falschen Knopf drücken oder wieder die Granate schmeißen. Du hast das Ziel im Auge. Ja, da hast du recht. Wortwörtlich. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Das läuft bisweilen ganz gut. Also da müsste noch einer drin sein. Jetzt beeilen. Na? Ui! Okay. Da steht noch einer. Ha! Also, könnte man speichern? Würde ich jetzt speichern. Kann man speichern? Mist, man kann nicht speichern. Verdammte. Aber das wäre jetzt so schön, wenn wir speichern könnten. Aber hey, wir sind ja hier... Das ist ja realistisch. Ah, die Bretter hier. Die
Wir machen noch ein bisschen Balava dazu. Nein! Ja, dann werfe ich eine Handgranate. Ist auch kein Problem. Okay, 10 Schaden. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo der ist. Bitte, die. Wo ist der? Da. Ist ja gut. Da, da. Ne, das war die Lampe. Okay, wir haben die Lampe getötet. Also die Lampe ist jetzt schon mal am Arsch, ja. Shit! Mist. Ach. Will der denn nicht sterben? Wenn man hier in die Wand reinkäme, das wäre so praktisch. Stattdessen müssen wir uns jetzt die ganze Zeit hier... Ich schieß einfach. Nein! Ich sehe doch so nix. Ich bin doch dann voll blind. Ah, Mann. Okay, nochmal hier. Ein Moment. Wir sind sofort an der Stelle, wo wir eigentlich hinwollen. Und zwar hier bei das Ding. Verdammt! Nochmal. Okay, da hat sich... Ja, ist voll unfair. Der hat mich gar nicht gesehen. Der hat mich... Ey, komm, der hat mich gar nicht gesehen. Ah, Mann, oh Mann. Aber wir haben zwei Feinde was stand da? Zwei Feinde durch eine zerstörbare Oberfläche eliminiert. Wir müssen das jetzt natürlich nochmal probieren, ne? Ist ja wohl klar. Wir probieren gleich nochmal neu, weil das war jetzt ein gutes Vorgehen. Ja, das hat mir jetzt gut gefallen. Man muss das natürlich üben. Und wir spielen ja auch realistisch. Das heißt, die Feinde können einem gezielt direkt... Position lokalisiert und entschärft eine Bombe. Mach mal. In Köpfchen zielen. Also die sind da schon wirklich so ein bisschen auf Zack. Und ja, wir kriegen natürlich auch extremen Schaden. Also realistisch halt, ja. So, und jetzt wollen wir da hoch. Ah ne, wir haben ja gesagt, wir machen das nicht direkt beim Fenster, sondern so ein bisschen daneben. Vorsichtig. Ja, das war jetzt nicht so sauber wie eben bei der Tour, aber das war schon ganz okay. Da hinten. Okay. Jetzt war aber hier noch einer, ne? Oder? Sehen wir da noch wen? Mal eindringen. Hui! Okay, wir sind eingedrungen. Jetzt sind wir drin. Dann, vorsichtig. Ist jetzt eine andere Position, in der wir uns jetzt befinden. Weil wir jetzt hier in diesen komischen Büroräumen sind. Aber auch sehr schön gemacht. Vielleicht gehen wir dann doch lieber in Duckhaltung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was uns jetzt hier erwartet. Was erwartet... Vorsichtig. Was haben wir denn noch für eine Zweitwaffe? Die normale Handfeuerwaffe, okay. Hier ist keiner. Dann sehr wahrscheinlich hier von der Ecke, ne? Da sind schon Einschusslöcher, okay. Hier kann man sich schon so da ziehen, wenn man braucht, ne? Ist auch wichtig zu wissen. Vielleicht hier um die Ecke. Okay, alles klar, alles gut. Ey, er gibt das nicht. Mist. Halt die Klappe. So. Kommt jetzt von der anderen Seite? Von welcher Seite könnten sie denn noch kommen? Auch von allen, ne? Also hier ist der Stacheldraht. Okay. Nein, 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 nein! Eigener Trupp getötet.